Auch in diesem Jahr fand der Stadtputz in Wolfenbüttel statt. Der Aktionstag Sauberes Wolfenbüttel gibt es schon seit 19 Jahren und wurde das erste Mal im Rahmen des Projektes Ab in die Innenstadt durchgeführt. Die Kita Villa Hoppetrosse und die Grundschule Karlstraße haben unter anderem an dieser Aktion teilgenommen. Den Aktionstag Sauberes Wolfenbüttel führen wir durch, einfach um die Stadt wieder schöner zu machen. Das ist ja nicht so schön, wenn man durch Müll fährt, läuft, geht. Und zum anderen beteiligen sich auch ganz viele Schulen und Kitas und das fördert auch das Bewusstsein, dass man den Müll nicht einfach wegschmeißt. Und was man da alles findet, ist wirklich erschreckend. Und der Müll kann ja auch eigentlich entsorgt werden, zum größten Teil auch kostenlos. Natürlich Sondermüll muss bezahlt werden, aber wir finden auch viele Sachen wie Sperrmüll und das kann man wirklich kostenlos beim Abfallwirtschaftsbetrieb abgeben. Die Stadt Wolfenbüttel bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die in diesem Jahr an dieser Aktion teilgenommen haben.